Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype. Hallo. Hat ja funktioniert. Hey, ich weiß nicht, die Intro-Musik hat noch ein bisschen geleckt bei mir. Ja, ich glaube, es liegt an Discord. Nee, ich habe Ja. gerade bei uns quasi live Intro-Musik eingespielt, weil ich jetzt hier so ein wildes Podcast-Mischpult, I don't know, von meinem Onkel geliehen habe. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen am rumprobieren. Darum heute wilde Effekte. Ich glaube, Junge, wir Junge. sind heute ja auch alle irgendwie mit neuem Equipment unterwegs. Ich habe gehört, Yannick hat auch einen Mikrofonarm. Der hat jetzt auch immer Ja. sein Mikrofon so mitten im Bild hängen. Ja, Auf gut, jeden ne? Fall Du machst halt wild. nichts. King. Nee, jetzt sieht's viel krasser aus. Ja. jetzt muss ich nur noch bald anfangen zu streamen hier, ich meine. Ja, safe. Wobei, ich meine, Tobi streamt ja nicht mehr, dann ersetze ich einfach Tobi. Ja, chillig, perfekt. Ich habe auch eine Theorie entwickelt, nämlich seitdem Tobi nicht mehr aktiv streamt, sind unsere Podcast-Aufrufe, zumindest auf YouTube, sehr stark durch die Decke gegangen. Deswegen, Tobi, es tut mir leid, bitte einfach nicht mehr streamen. Junge, Ja, nee, Alter. das ist aber, also das war vorher schon tatsächlich. Das ist eine Missinterpretation. Na, bist du da sicher? Ja. Ich meine, Kolja wollte ja jetzt eigentlich nur ein Kompliment geben, ne? Aber Ey, was gut, ist wenn du das für ein meinst, dass es nicht so Kompliment? Das ist. war ein Pfund, Junge. Nee, das war das Kompliment, dass die Leute halt deinen Content suchen und den halt wollen, Genau, weißt genau. du? Ja, das Und kann natürlich du. sein. Und die den jetzt halt auf andere Art und Weise suchen. Und Das dann ist halt sich dieses das halt mit andere. Marketing. Junge, Alter. Ihr hört mal, das ist auch alles im Podcast. Ja. Ah, nice. Oh Gott. Ey, Tobi ist Nee. einfach jetzt wieder so Junge, eine Radiosendung, wenn die da immer irgendeinen Bullshit Junge. einspielen. Fresh. Das habe ich So, what leider the fuck? nicht. Tja, fehlt mir jetzt auch noch, ne? Ich muss mir noch ein besseres Audio-Equipment jetzt holen. 11762 Das Praxis ist halt natürlich, das Kiss nimmst du auch alles FM, auf Kiss einzelnen FM. Spuren auf und so. Das ist nice. Ich mache jetzt bald Radio. Junge, Tobi macht einfach bald Podcast mit sich selber und nimmt dann mit mehreren Spuren auf und Ja, führt dann so richtige safe. Gespräche. Jungs, wie war denn euer Weihnachten so? Sehr gut. Super. Ja, ganz, ganz gut, ne? Also ich meine, den Verhältnissen und sowas entsprechend. Also, Verhältnissen, aber halt der Situation entsprechend. Also ihr habt so gefeiert wie angekündigt. Ja. Und du? Ja, ich meine, ich habe ja nicht viel angekündigt, ne? Hast du Guter alleine war auf jeden gefeiert Fall. oder? Ja, also man könnte eigentlich sagen, ich hätte gar nicht gefeiert, aber also keine Ahnung. Ja, actually halt eigentlich gefühlt gar nichts gemacht. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es auf, oder was, an Heiligabend? Nee, ich glaube an Heiligabend gab es auf Distanz ein bisschen Geschenke von meinen Großeltern, von meiner Mutter. Ja, und sonst war nicht viel. Ja, und am ersten gab es Sauerbraten auf. Jeder isst einzeln quasi. Ah. Aber über Nee, schön. Sauerbraten wild, Alter. Na, Hauptsache gut geschlemmt, ne? Ja, die Kilos müssen drauf, ne? Ich Also habe ich. abgenommen ja Weihnachten. Echt? Ja. Krass. Also wenn ich mal auf die Waage gehe, dann merke ich, ich Unverständlich. habe auf jeden Fall zugenommen. So, da könnte man ja jetzt meinen, dass, ich weiß nicht, wer auch immer bei dir gekocht hat, dass die nicht so gut kochen. Wenn du Aber sagst, du hast über Weihnachten abgenommen. Tobi isst einfach nichts, weil das Essen so scheiße Man, es könnte auch sein, ich habe schmeckt. einfach nicht viel gegessen. Oha. Nee. Ja, Ja, ich weiß das. nicht, also bei mir war auch relativ entspannt. Ne, schön mit Heiligabend. Also wir konnten ja wenigstens so bei uns in der engsten Familie zu Hause Heiligabend zusammensitzen. Das ist ja irgendwie immer die Hauptsache. Und sonst, ja, ein bisschen entspannt Serien geguckt. Ich habe tatsächlich auch gestern angefangen mit Prison Break. Irgendwie wollte ich da seit Jahren mal mit anfangen. Gestern habe ich gedacht, ja komm, jetzt ist Zeit. Hast du immer noch nicht Prison Break geguckt? Naja, aber ich habe tatsächlich jetzt relativ viel schon. Also, kann ich habe, glaube ich, gestern bestimmt 6 Folgen oder so geschaut. Ah, Amateur, ich habe jetzt mit Blacklist angefangen. Oh. Aber
Ich meine, da gibt es ja auch gut viel Material und so. Also da gibt es ja einige Staffeln. Und ich meine, wenn du dir mal. Ja, die erste Staffel hat schon fucking 22 Folgen. Junge, bei Prison Break auch, Digga. Das ist ja insane. Ja, aber ich muss sagen, bei Prison Break habe ich auch irgendwie. Bei der zweiten Staffel hat es bei mir, oder Ende der zweiten Staffel hat das bei mir so ganz abgeschwacht. Der Hype irgendwie, weiß ich nicht, wurde dann irgendwie ein bisschen Okay. langweilig. Ja, Aber I don't know, da bin ich noch nicht angelangt. Blacklist habe ich jetzt, glaube ich, in 2 Tagen 18 Folgen geguckt. Also. Ja, The fuck? ich meine, hast ja auch sonst nichts zu tun an Weihnachten. Ja. Ja. Ich meine, während Corona nicht so, ne? Ja, ich weiß nicht, ich fand die erste Staffel war ganz nice, aber irgendwie in der zweiten flacht das dann irgendwie ein bisschen so ab. Da war dann meine. Redest Das, du ich glaube, zum ich. Blacklist oder Das. Prison Break? Blacklist. Also Prison Break habe ich auch noch nie angefangen. Aber Blacklist, und ich glaube, das ist so richtig der Tobi-Moment, weil du hast ja gesagt, du hast irgendwie auch ungefähr 2 Staffeln geguckt. Ja. Und safe, wir sind so an der gleichen Stelle, weil ich glaube, Ende, zweite Staffel oder so, irgendwie sowas. Mitte, Ende. Und ich weiß nicht, irgendwie es zieht sich und es ist irgendwie nicht mehr so Ja, irgendwie nice. so erste Staffel war so voll nice und zweite Staffel war irgendwie so ein bisschen der Ja, Hype ich meine, raus. das ist, finde ich, irgendwie bei so, das ist ja eher so eine Krimiserie und ich meine, da ist es halt auch schwierig im Vergleich zu sowas wie jetzt, ich sag mal, How I Met Your Mother oder sowas, dir jede Folge einen neuen Kriminalfall an den Haaren herbeizuziehen oder so. Ja, vor allen Dingen Nein. so dieser Aufbau In so wiederholt sich halt auch übelst krass. So, die erste halbe Stunde Ja. kommt dann irgendein Typ, in den letzten 10 Minuten wird er besiegt, so, also das ist halt übelst Ja, krass. nein, klar, der Aufbau ist halt immer der gleiche, das ist Ja. schon richtig. Was mich an der Und Serie aber auch stört, ist, dass ich habe das wirklich das Gefühl, dass diese Serie billig produziert wurde. ich Also glaube, der es ist halt schon ein ganze. bisschen her, dass sie produziert wurde, oder? Na, kann ja gucken, wenn Blacklist. Ja, 7 Staffeln, wenn die siebte dieses Jahr rausgekommen ist, dann haben die wahrscheinlich so 2012, 13 angefangen. Ja, 2013, ne? Okay. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie an sich, es wirkt nicht so, als hätten die so ein großes Budget gehabt. Und ich mag das nicht, wenn man das in Serien so richtig merkt. Na, ich meine, gut, es ist halt auch irgendwie immer schwierig, ne? Also was Budget angeht, wenn du jetzt halt vor allem so viele Folgen rauspumpen musst, oder musst, was heißt musst, wenn du so Ideen für so viele Folgen für die erste Staffel hast und dann halt die Serie produzieren willst, ja, ich meine. Das wird trotzdem schon einiges gekostet haben, was die da aufgefahren haben an Sets und Ja, sowas allem. sicher, aber ich meine, ich mag es nicht in Serien, wenn man merkt, dass die ein kleines Budget haben. Also mich stört es nicht, wenn die jetzt nicht krasse Spezialeffekte haben oder so, ne? Das ist gar nicht das Ding. Aber ich finde, man kann das sehr, sehr gut umgehen, zu zeigen, yo, wir haben nicht so viel Budget. Also es gibt so viele Sachen. Besonders, was mir aufgefallen ist, die haben so oft irgendwelche Szenenwechsel und sind dann auf einmal irgendwo, keine Ahnung, in Kirgistan und dann in der nächsten Folge sind die wieder bei irgendwelchen Villen in Miami. So, und I mean, so, wenn du da am Budget sparen möchtest, so, dann mach halt nicht so oft irgendwelche Szenenwechsel, sondern versuch dich mehr so auf die Story zu konzentrieren, dass du eine fesselnde Story hast. Du, das kann ich jetzt echt, Ja. das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, deinen Point irgendwie, weil es gehört ja, finde ich, schon da, dazu, zu der Story, dieses internationale kriminelle Geflecht, wie auch immer, und so. Und wenn du dann schon sagst, so ja, wenn die das irgendwie umgehen, so, wenn die jetzt jedes Mal, sag ich mal, das gleiche Flugzeug beim Starten und Landen einblenden oder so, wenn jetzt ein Länderwechsel kommt oder so, dann wird's halt auch irgendwann fucking annoying. Ja, So, ich meine, nein. es ist natürlich, es ist eher schwierig, sage ich mal so. In manchen Szenen habe ich mir so gedacht, hä, wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade? Sind wir jetzt in New York oder in Washington oder was? Oder sind wir jetzt komplett irgendwo in Indien oder so gelandet, weil das halt irgendwie nicht mal klar wird? So, du musst es dir irgendwie aus den Gesprächen oder so der Person erschließen. Das finde ich so ein bisschen scheiße daran. Ja, ich weiß, also in manchen Szenen, dann wird auch irgendwie gesagt, so, yo, in Maryland ist irgendwas passiert und dann sind die wirklich 5 Minuten später wieder in, keine Ahnung, Alaska und bist so, wie, wann? Okay. Und da gab es Das auch sind die irgendwie, F. da gab es auch so eine Szene, weil ich glaube, die sind ja generell in Washington, ne? Oder nicht? Glaub schon, aber keine Ahnung. Also habe ich Weiß nicht. zumindest vermutet, weil die ja viel mit der Regierung da zu tun haben. Ja. Und dann haben die für einen Fall, ich weiß gar nicht, ob das erste Staffel noch war.
Nicht spoilern. Mussten ja, glaube ich, war da irgendwas in Alaska? Und dann haben die einfach einen Typen darüber geflogen, weil, also, keine Ahnung, so, weil der sollte dann da irgendwas machen. Und wie lange dauert so ein Flug? 3 Stunden, 4 Stunden mindestens, wenn du von der einen Seite von Amerika wie ich auf die komplett andere Seite möchtest. Das sind schon ein paar Stunden, ne? Dann wurde das aber irgendwie auch so unlogisch erklärt, weil die haben dann quasi direkt, als der da irgendwo abhanden gekommen ist, Soft-Spoiler, oder als die keinen Kontakt mehr zu dem hatten, war das dann direkt so, yo, wir schicken da jetzt ganz viele Leute hin, ne? Bist du, yo, das sind halt 5 Stunden, plus die Zeit, die der da war, wo der quasi noch Kontakt mit denen hatte, das ist... Bild. Jungs, aber wir sind ja jetzt hier nicht im Blacklist-Podcast. Wir haben ja heute ein spezifisches Thema. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen über 2020 reden. Was möchte ich eigentlich gar nicht so gerne. Ganz wildes Jahr. Und wir haben ja auch in 2020 mit unserem Podcast angefangen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe euch gerade mal einen Link geschickt. Ich habe auch was vorbereitet. Ich sehe es nicht ganz. Was steht da? Alter, das ist aber großartig vorbereitet. Und warte, und auf der anderen Seite steht dann noch, also ich habe gerade so einen benötigen Zugriff, Tobi. Ne? Ja, du musst auch für die Leute vorlesen. Für Leute, die nur zuschauen. Also auf meinem Schild steht Fuck 2020. Auf der anderen Seite steht dann 2021 wird mein Jahr. Und ich habe dann einfach noch als ganz großen Plot-Twist den Fuck 2021 Slogan auf dem anderen Dings. Weil, naja. Wir hoffen einfach mal, dass das nächste Jahr besser wird. Ne? So. Ja, Tobi, was wolltest du? Du hast jetzt gerade ein Thema angeschnitten. Hast du Zugriff? Ja, ich bin drin. Okay. Koya, du auch? Und zwar habe ich mir die Mühe gemacht und alle Statistiken von unserem Podcast für alle Folgen von 2020 zusammengefasst. Wir haben im Jahr 2020 bis zu dieser Folge 34 Podcast-Folgen gemacht. Wir haben ja tatsächlich, habe ich natürlich alles aufgeschrieben, am 28. Ach, April die erste Folge released. Und seitdem, bis auf eine Ausnahme, jede Woche einen Podcast gemacht. Ich glaube, die eine Ausnahme, genau, die war vor Folge 10. Da wollten wir für Folge 10 irgendwie was Besonderes machen. Da hatten wir uns irgendwie eine Woche mehr Zeit genommen. Was ich hier gerade auch sehe. Also ich habe für die Leute, ja gut, ich werde es wahrscheinlich eh nicht einblenden. Ich habe hier halt so Datum, Folgenname, Folgennummer, Folgenlänge. Dann die Anchor Plays, also so Spotify, iTunes und so, also diese ganzen Podcast-Plattformen. YouTube-Plays und dann halt die Gesamt-Plays und dann halt habe ich mir noch aufgeschrieben, was so die schlechteste Folge war, was die beste war und so. Und tatsächlich Folge 9 vor der Special-Folge, obwohl die 2 Wochen quasi Zeit hatte, war einfach die schlechteste Folge insgesamt. Und man sieht auch krass, ja, ich habe das hier so ein bisschen mit Farben so markiert und so. Seit gut 8 Folgen läuft stabil bei uns. Und man kann sagen, wir haben in 2020 2250 knapp Minuten Podcast aufgenommen. Ist krass, oder? Jetzt wäre noch die Statistik, wie viele Minuten Watchtime wir haben oder Stunden Watchtime. Ja, ist ja nur YouTube. Ich glaube, da sind wir aber insgesamt bei über 250 oder so. Kommt das hin? 250? Ich glaube, wir waren letztens. Stunden. Ja, ich glaube, ja, okay. Watchtime. Weil 250 Minuten einfach. Ja. Okay. Können wir eigentlich direkt wieder aufhören hier an der Stelle. Ne? Nein, wir haben, glaube ich, insgesamt eine Watchtime. Also insgesamt haben sich unsere Zuhörer da draußen, ich glaube, um die 250 Stunden unserem Podcast angehört. Müsste sowas um den Dreh sein. Das würde ja dann bedeuten, jeder Podcast wurde ungefähr 7,3 Stunden im Durchschnitt angehört. Also jede Folge. Könnte gut hinkommen, ja. Das heißt, und? 7 Leute haben sich den Podcast immer ganz angehört. Perfekt. Und wir haben Gesamtplays von 3577. Stand gestern Abend. Ja, ich finde, das sind aber schon stabile Zahlen. Also. Safe. Ja. Vor allen Dingen gerade, wenn man so sieht, wie es so in den letzten Wochen so lief, so das ist echt nice. Das hat mir auch einen guten Motivationsschub so gegeben irgendwie, weil man da so gesehen hat, dass wirklich vor allem die Zahlen auch so konstant dann sind. Ja. Also, ja,
Ja, wir hatten am Anfang immer mal so Ausbrecher, zum Beispiel Folge 8 war krass, so, also war krass auf YouTube, Folge 2 war krass auf Spotify und so, Folge 15 war insgesamt ganz gut, aber ja, so wirklich so seit so Folge 28, 27 geht es jetzt wieder konstant echt immer stabil, sehr. Also ich meine, generell ist, ich meine, wenn wir jetzt selbst sagen, so eine Folge ist schlecht gelaufen, die hat immer noch Aufrufe. Das ist so weird. So, wisst ihr, wie ich meine? Also das ist einfach, wir haben dieses Jahr mit diesem Projekt angefangen und ich habe mir ja noch für ein kleines Projekt, was vielleicht dieses Jahr noch kommt, was vielleicht generell irgendwann mal kommt noch, ein paar Folgen angeguckt und dann halt auch so die Intros und so. Man merkt halt einfach so bei Folge 1, so dass wir komplett keine Ahnung hatten, was wir machen. Und ich glaube, selbst so bei Folge 9, 10, 11, da fängt das dann langsam an, dass wir irgendwie so eine Routine haben und so besser reinkommen. Da merkt man dann irgendwann so, dass wir einfach geübter da drin sind. Deswegen. Also selbst wenn man sagt, so die Folgen waren nicht so gut, dafür, dass wir so unprofessionell waren, sind die komplett durch die Decke gegangen. No joke. Ah, safe. Na, aber ich meine, es ist natürlich auch deutlich besser, wenn man merkt, dass wir halt so comfortable dabei sind, was wir bei der Sache, die wir machen, und halt drin sind. Dann hört sich das nicht ganz so schlimm an, wenn man sich das als Zuschauer gibt. Ja, Dann macht das wahrscheinlich schon mein Sinn, Onkel, ja. der mir auch das Mischpult geliehen hat, der hat auch gesagt, die Weihnachtsfolge war jetzt die erste Folge, die er komplett durchgehört hat. Und ich weiß auch, mein Vater hört auch immer wieder rein, aber ich glaube, der hört selten bis ganz zum Ende. Aber meine Familie ist mittlerweile voll drin hier. Meine Darum Mutter haben hat wir einen jetzt auch 200 Robo. Aufrufe immer. Einfach jeder aus Tobis Tobi, Familie. Selbst die einfach die kleine Riesenfamilie. Cousine, der kleine Neffe, der wird da mit zwei vors Tablet gesetzt. Na, ja, Ja, guck, safe. Diagnose heil. So, jetzt hast du 2 Stunden was zu tun, Kollege. Nee, meine Mutter hat auch die Folge, glaube ich, fast ganz gehört. Aber ich glaube, wir haben auch. Also da muss ich uns auch mal loben. Ich glaube, wir haben diesen Weihnachtsvibe schon gut rübergebracht. Also so dafür, dass momentan, dass wir ja in einer so verwirrten Zeit leben, in einer so schwierigen Zeit, in einer so komischen Zeit, wo man Weihnachten gar nicht so doll feiern konnte, haben wir, glaube ich, diesen Vibe schon gut transportiert. Ja. Finde ich auch. Naja, wollen wir denn mal anfangen und das Jahr einfach vielleicht so chronologisch ein bisschen durchgehen und darüber sprechen, was wir dieses Jahr gemacht haben, was wir vielleicht dieses Jahr nicht gemacht haben? Mir ist ja, ich habe ja auch ja, ich glaube gestern habe ich angefangen, irgendwie so Bilder durchzugucken von diesem Jahr und so ein bisschen zu sammeln für so eine Collage. Und da ist mir aufgefallen, dass man doch schon, obwohl irgendwie gefühlt das ganze Jahr Corona war, hat man doch schon einiges Ja. erlebt, fand ich. Ich weiß nicht, wie ihr das so gesehen habt. Ja, Also ich mit. meine, am Anfang des Jahres, würde ich sagen, haben wir ja auch noch einiges gemacht. Ja. Ne? Und dann irgendwann mitten des Jahres so, waren wir natürlich zusammen im Urlaub. Ich meine, es sind halt so 4 Monate, glaube ich, schon safe so durch Corona hops gegangen, so. Aber im Rest konnte man, glaube ich, schon einigermaßen was machen. Ja, wahrscheinlich sogar mehr als 4 Monate. Safe, viel mehr als Ich jetzt vier auch sagen, also Monate. ich würd vor allem sagen, jetzt die Zeit Ende März bis, weiß ich dann, Juni, Juli oder Ja, so, so haben wir da Juni, überhaupt glaube irgendwas ich. gemacht? Ja, da haben wir ja gar nichts gemacht zum Beispiel. Und ich meine, jetzt seit Oktober ist jetzt halt auch, würde ich Ich sagen, oder so seit glaube, das war September. auch bestimmt seit 10 Jahren, oder ja, gut, knapp seit 10 Jahren, glaube ich, das Jahr, in dem wir uns am wenigsten gesehen haben. Aber ich meine, früher hatten wir zwar noch nicht viel miteinander zu tun, aber wir waren immerhin in einer Stufe und haben uns da irgendwie wahrscheinlich mehr oder weniger unbewusst ab und zu gesehen. Na gut, Und da haben dieses wir uns Jahr öfter gesehen. tatsächlich wenig. Ja, gut, ne? Ich hätte Macht halt wirklich irgendwie gerne mal Sinn. Statistiken für dieses Jahr, einfach so von der gesamten Menschheit. So, safe dieses Jahr, Leute haben wesentlich mehr geschlafen, Leute haben mehr irgendwelche Videos konsumiert oder generell so Online-Sachen konsumiert, mehr Videospiele gespielt, safe mehr masturbiert. Was gibt's noch? Okay, wichtige Statistiken. Safe, wesentlich weniger mit dem Auto gefahren, wesentlich weniger mit dem Bus gefahren und so Sachen. Ja gut, Ich darüber hätte gibt es da ja sogar wirklich, Statistiken. ja, ich hätte wirklich gerne mal so generelle Statistiken über die komplette Menschheit, so. Call einfach Das wäre, glaube ich, viel live interessant. rewrapped.
Ja. Man merkt, glaube ich, dass ich übel auf Statistiken stehe, oder? Nee, nee. Ich merke schon so ein bisschen, du bist statistikophil, oder wie man das auch nennen könnte. Ja. Vielleicht solltest du doch wirklich irgendwie sowas in die Richtung auch studieren. Einfach. Dann doch nochmal BWL. Ja, aber ich muss sagen, Statistik an der Uni ist dann nicht so meins. Ja, gut. Ja, aber mir ist auch aufgefallen, wir waren gerade so am Anfang des Jahres oder so im Januar echt viel so feiern und so. Ich habe irgendwie so eben Gefühl gehabt, dass ich dieses Jahr so kaum feiern war. Aber gut, wir haben natürlich Neujahr, also Silvester gefeiert. Und dann aber auch in den kommenden Wochen, irgendwie waren wir mal im Club oder Koya hatte bei seiner Uni so eine Neujahrsfeier, wo Yannick natürlich nicht dabei war. Oder dann auch irgendwelche Geburtstage waren und Karneval war auch irgendwie groß. Also. Yannick, wirklich, da muss ich nochmal eingreifen und sagen: Yannick, das war schon ein großer Betrayal. Ja, vor allem, das war halt easy. Weiß. Wir haben, glaube ich, 2 € bezahlt und alles für viel bekommen. Top 10 ja, Anime tut Betrayal mir im war schon. Auch immer noch leid. Nee, mir tut es nicht leid. Nee, du als DJ da. Ach so, stimmt. Na, wenigstens, das ist gar nicht mehr auf dem Schirm. Yannick sollte ja eigentlich den DJ machen. Hatten wir dann einen richtigen DJ? Nein. Ach. Also ich muss sagen, da war ich war ein bisschen, kurz war ich, so ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen war ich schon ein bisschen pisst. Vielleicht ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate. Ja, keine Ahnung. Ist eigentlich auch immer noch übel pisst. Ja, vielleicht war ich bis gestern. Nein. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber ist schon... Ja, ist vergeben, vergessen. Jetzt müsst ihr auch die Leute abholen. Ja, warte, ich wollte generell mal gerade einen großen Bogen schlagen. Ich glaube nämlich, dass einem vielleicht auch dieses Jahr ein bisschen vorkommt, wenn man dann doch mal daran denkt, dass man irgendwas gemacht hat, dann kommt einem das so besonders vor. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so dieses, man kann nicht immer sich treffen und wenn man sich dann trifft, dann sind das so besonders freudige Ereignisse. Ja, wahrscheinlich auch, wenn du so in einem Jahr 20 Mal in den Club gehst, so ist gar nichts Besonderes. Und wenn du halt in 2020 in den Club gegangen bist, so dann merkst du dir das. Ja, so deswegen, ja. Ja, safe. Naja, ich würd vielleicht einfach mal den Anfang machen. Ich weiß nämlich, dass wir das Jahr angefangen haben, beziehungsweise eigentlich, für mich fängt das Jahr irgendwie am 31. letztes Jahr an. Das ist ganz, ganz komisch, weil da waren wir drei auch noch auf einem kleinen lokalen Fototour. Berg, auf einer kleinen lokalen Halde und haben da Fotos gemacht, die ich, glaube ich, dann für wirklich alles benutzt habe, wirklich so für Tinder, für WhatsApp, für Twitter, für ich weiß nicht was, für YouTube, einfach überall die Bilder dann irgendwie eingestellt. Deswegen ist, also diese Bilder haben mich dieses Jahr so richtig begleitet. Ja, man kann ja sagen, ich hatte mir kurz vor Weihnachten eine Kamera gekauft und hab die dann, glaube ich, so ziemlich genau zu Weihnachten bekommen. Da haben wir dann mal so eine kleine Tour auf dem Berg gemacht, bisschen Fotoshooting, Kameratesten und so. Haben wir tatsächlich dieses Jahr so öfter mal gemacht. Aber da war so gefühlt das erste Mal irgendwie. Da sind auch ein paar nice Bilder entstanden. Stimmt, also hier Industriepark Nord und so war halt auch dieses Jahr, ne? Tatsächlich Zollverein. Stimmt. Das war ja gerade da, wo Corona am Kommen war das, ne? Da waren wir noch vor. Ja, tatsächlich Zollverein war das letzte Mal, wo wir uns Landschaftspark in Duisburg war das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben. Ja, stimmt, Landschaftspark, ich war gerade. Wir haben doch sogar auch einmal, das war glaube ich auch im Januar. Oder war es Februar? Müsste da irgendwie so ein Zeitraum gewesen sein. Da waren wir doch einmal feiern und sind quasi irgendwie auf dem Hinweg oder so. Sind wir dann noch mal, war es irgendwie am Zentrum? Also nee, wir haben an der Promenade waren wir irgendwie vortrinken, glaube ich, so ein bisschen. Und dann haben wir da noch Fotos gemacht und danach sind wir in den Club gegangen. Stimmt, in diesen absoluten Ranzclub. Ich muss sagen, also der Tag das war schon nice. War schon übel lustig. Junge, wir sind, glaube ich, gegangen, da war noch nicht mal... Ja, okay. Ja, wir waren halt, glaube ich, auch früh da, dadurch, dass wir halt da vortrinken waren und so. Ich war so früh zu Hause. Ich bin, glaube ich, sogar echt nach Hause gelaufen. Ja, du wohnst ja auch um die Ecke. Jo, danke für erstmal hier halber League. Ich hab schon mal gesagt, wo wir feiern waren, hä? Ich hab schon mal, ja. Aber das wissen geleakt. Die Leute, dass cool, das bei mir in der Nähe ein von dem Club wohnen. Club ist, Tobi. Das schränkt im Ruhrgebiet schon mal die Suche auf wenige Quadratkilometer ein. Und ich würde sagen, das ist nicht mal in dem gleichen Quadratkilometer wie der Club, dein Haus.
Gut, ein Quadratkilometer ist auch nicht viel, ne? Tobi, im gleichen Quadratkilometer, also die Erde ist nicht wie Minecraft in so Chunks aufgeteilt, wo man sagt so, ja, hier beginnt ein Quadratkilometer. Ja, boah, war das ja, nicht cool, in einem Kilometer Luftradius. Voller, in welchem Chunk wohnst du denn? Diese, kannst du mir mal die Y-Werte deines Chunks? Nein, aber kennt bitte ihr diese Haus auch nicht über den Chunk in diese 3x3-Kästchen mit diesen drei Wörtern halt immer? Was? Das ist ja so der neue Schrei. Es gibt so, ich glaube, es ist sogar ein deutsches Projekt, und da hast du halt für jeden Platz auf der Erde, jedes 3x3-Feld, hast du halt so, durch drei Wörter kannst du das beschreiben. Und da ist irgendwie so der neue Shit so. Was? Warte, ich guck kurz, okay, wie das heißt. Okay. 3-Words-Map? What 3-Words heißt es? Geht's da nur um Plätze? Also so richtige Plätze? Nein, oder du kannst du jeden Platz auf der Welt mit 3 Wörtern beschreiben. Also du meinst Orte und nicht Plätze? Ja, alles. Ja, okay. Weil ich hätte gedacht, bei Plätzen ist das relativ einfach, weil die haben meistens irgendwelche Namen, wie zum Beispiel der rote Platz. Also sagst du, Rot, Platz, Russland. Nee, cool, also wenn ich jetzt hier so zum Beispiel dein Haus suchen würde und dann da jetzt so ein Quadrat auswählen würde und dann die 3 geheimnisvollen Wörter sagen würde, dann könnte jeder auf der Welt wissen, wo du wohnen würdest. Na, krass, wa? Ja, gut, dann sage ich denen einfach Koordinaten. Ah, die Frage ist jetzt, haben diese Wörter was mit diesem Bereich zu tun? Nee, die sind random. Ja, wow. Hä? Ja, aber das ist also, ja der Clou der Sache quasi. Tja, nee, aber es ist halt trotzdem weird, weil wenn du so dein Haus gedacht, anklickst, hast du halt so gefühlt 100, also 100 unterschiedliche Quadrate und alle sind komplett unterschiedlich, aber irgendwie auch nice. Ich habe jetzt halt echt gedacht, so ist, ja, irgendwie, das wäre wirklich was auch diese Sachen schon quasi random Wörter einfach. Das macht's halt für mich jetzt einfach noch viel weniger impressive einfach. Also im Endeffekt kann ich halt einfach die ganze Welt von da bis da in beliebige Rechtecke einteilen, in beliebig große Rechtecke und denen einfach random Wörter verteilen. Ja. So, das ist ja das. Ja. Wow, mach ich auch. Mach ich auch das, einfach. Das ist doch einfach quasi, als würdest du das Koordinatensystem, weil, ne, wer kennt's nicht? Die Erde, die Weltkugel ist ja in quasi Koordinaten eingeteilt. Also, genau, weil es eine Scheibe ist, nicht in Koordinaten. Jungs, passt auf, was ihr sagt, sonst steht unter unserem YouTube-Video hinterher flache Erde und dann kommt da so ein Wikipedia-Artikel. Deswegen jetzt mal den Ball flach halten, Jungs. Nein, also es ist doch quasi das Koordinatensystem, also dann gibt es ja, ne, bla bla bla, so und so viel Grad nördliche Breite, so und so viel Grad östliche Länge, was auch immer. Und das nimmst du dann doch quasi einfach, machst da ganz viele Felder draus und sagst dann einfach so random, irgendeinem random Generator, so, yo, jetzt sag einfach mal, spuck mal irgendwelche 3 Wörter davor aus, oder? Genau. Ja, im Endeffekt schon. Ja, da, wow. Das ist ja technische Errungenschaft. Ja, eben deshalb. Ja, aber ist ja auch nicht so wichtig. Wovon habe ich abgelenkt? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren Bilder. Ah ja, dass wir da beim Club waren, genau. Aber so, ich fand, so hat das Jahr angefangen, dass wir da Bilder gemacht haben. Das ist krass. Dass wir dann Silvester alle zusammen gefeiert haben. Silvester auch nice. Aber das war ich, glaube ich, auch jedes Jahr. Außer dieses Jahr. Perfekt. Chillig. Hey, ja, Tobi, Silvester kannst du ja auch noch gar nicht erlebt haben, ne? Ja. Aber ich weiß jetzt schon, ich habe da so eine Vorahnung. Du bist ein Zeitreisender. Dun, dun, dun. Warte. Nee, falsch. Ach komm, mach weiter. Tobi, lass es bitte. Ja, ich weiß gar nicht mehr von Januar. Bitte? Bro, Tobi, bitte hör einfach auf. Ich weiß gar nicht mehr, was wir im Januar alles gemacht haben oder was ich im Januar alles gemacht habe. Weil ich finde irgendwie so Januar, Februar, März ist irgendwie alles so in einem großen Mischmasch. So, wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann auch schwer sagen. Pre-Corona-Phase. Ja, genau, irgendwie so. Das ist einfach so für mich alles zusammen. Also ich weiß noch, dass im Januar, dass da die Neujahrsfeier von der Uni war. Ja. Von meiner Fachschaft. Dann hatten wir noch einen Geburtstag, der war aber, ich weiß nicht, ob der ganz am Ende von Februar. Ja, okay, dann war der ganz in den ersten Tagen von Februar. Also so hat das Jahr angefangen. Ach stimmt, doch, was auch noch sehr, sehr charakteristisch bei mir für das Jahresanfang, für den Jahresanfang war, dass ich richtig viel im Gym war.
Ich tatsächlich auch. Ey, vor Corona war ich echt gut dabei eigentlich. Aber dann nicht mehr. Tja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich war hier im Januar irgendwie so 22 Mal oder so im Gym. Also irgendwie so eine Anzahl, wo ich auch dachte, so, yo, was ist denn jetzt hier los? Junge, ich muss gerade noch mal sagen dazu, dass Tobi jetzt die ganze Zeit dieses Soundboard verwendet, ne? Wenn Ganze wir auf Teamspeak Zeit. oder Discord sind, ja, Junge, du hast jetzt dieses Soundboard in 30 Minuten schon 6 Mal benutzt, glaube ich. Oha. Wenn wir ja immer irgendwie auf Discord oder Teamspeak am Zocken waren mit Tobi, und das ist ja wirklich in den letzten Monaten nicht oft vorgekommen, wirklich nicht, würde ich jetzt mal behaupten, Im Dezember ist vielleicht nicht mehr so viel. dann haben wir eigentlich auch immer Soundboards benutzt, und Ja, Tobi hat aber das das Ding immer ist halt, übel ihr seid halt abgefuckt. unlustig. Unlustig. Weißt du, wenn du irgendwie so ein Bei euch Generic kommen halt Loop überall oder sowas Steuerer abspielst. rein oder so. Ja, finde ich lustiger als irgendwie so ein komisches Publikum, was aus irgendeiner komischen Sitcom rausgeschnitten wurde und da hässlich. Nee. Ja, oder so ein Grillenzirpen, Junge. Junge, Tobi hat Comedy neu erfunden, wirklich. Tobi, Fähig. was hier Das ist. Tobi macht mit diesen neuartigen Geräuschen, es ist einfach, von kann sich jeder Komödiant auf der Erde etwas, eine Scheibe abschneiden. Also Tobi, wirklich, es wird nicht lustiger, auch wenn du hier die noch ganz verzweifelt versuchst, dein Soundboard zu retten. Also es ist. Ich finde es eigentlich viel lustiger, wie Tobi da sitzt und so am Lachen ist und das irgendwie sie selber feiert und, und du so siehst, wie Tobi es halt auch noch versucht. Na, Ja, imagine. Tobi, es unterscheidet sich halt der Humor von anderen Leuten, von gewissen Leuten, ne? So, also von daher Von anderen Leuten. ändert ja nichts daran, dass du jetzt genauso ein Soundboard benutzt wie wir. Naja. Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, warte. Hold up. Also, safe Tobi hat, ne, weil Tobi, du hast Guck ja mal, gesagt, du hast so kann man halt mehrere auch gut die Soundspuren. peinliche Stille im Podcast überwinden. Safe Gerade Tobi. für die Spotify und iTunes-Hörer und so, die haben dann halt auch einfach mal nicht so viel Stille, weil der Kolja nicht redet. Kolja, wir müssen uns so eine Statistik machen, Ja, wo komm. hat Tobi Sounds eingebaut mit dem Soundboard, und dann müssen wir nachher im Encore-Graphen gucken, wo die Leute abgeschaltet haben. Und wenn wir sehen, Wo dass die ich Leute habe, abgeschaltet haben, als ich hier wenn meine Tobi so einen Statistiken Sound benutzt gesammelt hat. habe, ne, da habe ich mal so ein bisschen in diese YouTube-Statistiken reinguckt. Und richtig oft, wenn Koya irgendwas so länger ausholt, schalten die einfach ab. Warum sagst du das denn jetzt erst? Das war viel zu lustig, um das jetzt erst zu sagen. Ja, ich wollte nicht so vorne, aber jetzt hat es gut reingepasst. Ich weiß gar nicht, was letzte Folge war. Ich glaube, letzte Folge, als Koya irgendwie so ausgeholt hat, was er so an Weihnachten die letzten Jahre gemacht hat, auf einmal geht so. Putz. Man kann auch immer so auswählen: einmal, wo ganz viele Leute dranbleiben und einmal, wo viele Leute abschalten. Und wenn viele Leute abschalten, dann einfach mal erzählt Koya so eine Minute lang. Ja, tut mir Oh leid. Mann. Wissen wir jetzt, wie wir die Redezeit einteilen, Tobi? Ne? Besser ist ja. Perfekt. Ja, check Ah, mal, Tobi. vielleicht ziehen die Sounds auch die Leute nochmal ran. Kommen auf einmal ganz viel neue aus dem Nichts. Man weiß es Okay, nicht. Also. Strategie ist ab jetzt, ich mache jetzt einfach quasi so ein Live-Soundboard. Tobi, bitte nicht mehr irgendwelche Sachen machen, sondern ich fange dann gleich an zu klatschen oder zu lachen oder so, wenn irgendwas Okay. passiert, und sonst sage ich einfach nichts mehr. Das ist alles für die Aufrufezahlen. Perfekt. Nee, und was mir tatsächlich am meisten aus dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast, Koya, in Erinnerung geblieben ist, glaube ich, Karneval. Da war Koya, glaube ich, ja auch gar nicht dabei, ne? Oder? Junge, ich war, na warte, ich war am, ich weiß nicht, Mitte, Anfang Februar oder so, war ich erst 2 Wochen mit einer richtig dicken Erkältung zu Hause, ne? Und Ah, ja, stimmt, Koya war krank, war so glaube ich. leicht am Fiebern immer und so, und das ging eigentlich. Und dann ist das so für einen Tag weggegangen und ich war so, Jungs, ne, richtig entspannt, ich bin wieder gesund. Dann habe ich einfach Woche komplett Ausfall, Grippe, 39,6 Fieber gehabt und war einfach so wirklich komplett down. Koya hat halt einfach keinen Bock auf Uni. Nee, auf die ganzen Klausuren. Nee, aber Karneval, es war jetzt gar nicht mal so mega besonders, aber auch wahrscheinlich, weil danach lange halt nichts kam, war es irgendwie sehr nice, aus meiner Karneval Sicht. war so das wirkliche letzte große, was wir zusammen alle gemacht haben, ne? Also, Ja, ja. ja, ja. Stimmt. Ich weiß auch noch, Deshalb. dass nach Karneval dann die Corona-Zahlen hochgingen. Und dann fing es langsam Da an. war, Ja, ich meine, das war ja Heinsberg hier. genau, Da war ja Heinsberg. auch In Heinsberg ging der es ja richtig deutsche ab. erste Hotspot. Ja. Deshalb. Ja. Ja.
Aber wie habt ihr Corona wahrgenommen? Weil ich weiß noch, glaube ich, das erste Mal, als ich davon gehört habe, und dann wurde immer so gesagt, ich weiß noch, als wir an Silvester darüber geredet haben. An Silvester, als wir zusammen zum Kollegen gelaufen sind, haben ich und ein Freund zu dir noch gesagt, yo, ob du nächstes Jahr nach China kannst und so, da ist ja dieses Corona. Und da war nämlich in Deutschland noch gar nichts. Und da, wir haben halt auch irgendwie gar nicht so eingeschätzt, yo, das fickt doch in Deutschland. Wir haben gesagt, yo, das ist halt so in China, Koi, wir wissen nicht, ob du da hin kannst und so. Und dann kam es 3 Monate später nach Deutschland. Dann war ganze Welt gefickt. Falls es nach Deutschland kam, genau. Das war einfach dann ja, das Weltende. Sobald es nach Deutschland kommt, ist einfach die Welt nahe dem Untergang. Ja, ich habe es auch, glaube ich, immer relativ, also weil ich ja auch so China interessiert bin. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr am Anfang verfolgt als der ein oder andere und habe dann halt auch immer nachgeguckt, so die Zahlen in China, wie es da aussieht, weil ich hatte ja eigentlich vor, dieses Jahr im September nach China zu gehen für ein Jahr. Was die Zuschauer gerade so run. Nee, red ruhig weiter. Ja, was musste ich mir da gerade anhören? Ich würde gerne eine Bürste nehmen und mir durch die Ohren ziehen. Ich wollte ja eigentlich nach China für ein Jahr und deshalb war es ja quasi dann auch für mich sehr interessant, so wie das da jetzt weitergeht. Und ich weiß noch, dann habe ich mir immer die Zahlen angeguckt. Und die haben in der Tagesshow, haben die immer gesagt, ja, das ist irgendwie vergleichbar mit so einem anderen Virus, was die da schon mal hatten. ARD GmbH. Bitte was? In der ARD GmbH. Ist alles profitgesteuert, Koya. Hey, bist du blöd? Koya, du musst dich auch mal selbst informieren, Koya. Ich weiß nicht, was du gerade von mir möchtest. Du musst das auch alles mal hinterfragen. Yannick, können wir Tobi vielleicht für die nächste Folge mal so kicken? Ja, so unbezahlten Urlaub. Nein. Nee, aber es gab ja schon mal so ein SARS-Virus, also von der gleichen Abstimmung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Bums da hieß, aber ne, da wurde ja immer gesagt am Anfang, dass das irgendwie so ähnlich ist und dann so, ja, damals gab es irgendwie 300 Tote, ne, und ich war immer so, ach ja, so, ne, so, ja, komm, so, dann ist das bald wieder zu Ende. Und dann ist das einfach nie zu Ende gegangen. Ich habe diese Woche gelesen, in den USA ist jetzt jeder, war der Tausendste? Ich glaube, jeder Tausendste an Corona gestorben. Also ein Tausendstel der Bevölkerung ist einfach an Corona gestorben. Du, die haben 340 Millionen. Ja, und es sind 300.000 gestorben. Ja, aber das macht Sinn. Ja. Ach, Scheiße. Koya, Mathematik, Alter, crazy. Will Tobi für seine Rechnung exposen und so. Ja, das hat sich gerade so, im ersten Moment hört sich das so an, so jeder Tausend sind. Ja, nein. Also es ist ja auch krass so. Es ist ja übelst krass eigentlich. Ja, ich habe vorhin auch noch den Postillon-Artikel dazu gelesen, hier mit dem Impfungen und den Mikrochips von Bill Gates. Wo auch nur Leute drunter geschrieben haben, irgendwie, die sind froh, dass man jetzt heutzutage geimpft wird und dann ein Mikrochip da drin ist, anstatt dass man vor 30 Jahren geimpft wurde und dann einem eine Diskette eingeimpft wurde. Und ich dachte, bra. Ach Gott, ja, diese ganzen Leute, die sich da irgendwie was zusammen... Also ich kann schon ein bisschen verstehen, wie man vielleicht nicht direkt von Anfang an so, wie soll ich sagen, so also ein bisschen Angst vor diesem Impfstoff hat oder sich nicht so ganz sicher ist. Ich muss sagen, ich war auch noch vor ein paar Wochen... Also seit wann brauchst du Angst vor einem Impfstoff zu haben? Nein, warte, die Sache, ja, das ist, die Sache ist, ich habe also jetzt nicht unbedingt Angst oder so, sondern ich denke mir halt so, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das ganze Konzept davon noch nicht so hundertprozentig ausgereift, vielleicht haben die Tests ein bisschen überstürzt oder so, aber im Endeffekt ist das ja, wenn man sich damit richtig befasst, ist das ja super, super legit. Ja, aber wenn du dich halt eben nicht mit befasst, dann ist es, würde ich sagen, relativ einfach, es kommt wahrscheinlich darauf an, machen, wo du halt dich mit befasst, ne? Wenn du dich nur auf Telegram damit befasst, wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich habe halt auch so, ich meine, wenn du mal so manche Leute siehst, irgendwie auf Twitter oder wo auch immer, die unter irgendwelche Beiträge, wo es um Corona geht, schreiben, ja, guckt euch mal auf YouTube das Video von dem und dem Hanswurster an, dann wisst ihr Bescheid, das wird euer Weltbild verändern. Und ich denke mir, yo, weil der das in diesem YouTube-Video sagt, boah, da muss er recht haben, ja, eigentlich, ja, ne? Ja, also, hat bestimmt irgendwann mal einen Doktortitel gemacht, also hat der automatisch recht. Ja, logisch. So scheiß auf die 10.000 Wissenschaftler, die sagen, es ist schlimm. Die zwei, die sagen, es ist nicht schlimm, die haben dann recht. Ja, die haben halt einfach mal ihre Augen geöffnet.
Nur weil ich es glauben will, dass es nicht schlimm ist. Ich meine, der hat einen Doktor, also ich mein, Leute, in Jura. Also wenn der mir nicht sagen kann, was im Impfstoff drin ist, wer denn dann? Nee, aber das war ja auch so der Witz, so am Anfang von Corona waren ja ganz viele so Querdenker auch so, yo, Corona ist übelst krasse Waffe und so. Da müssen wir uns alle übelst krass gegen schützen und so. True. Und dann, als Corona wirklich gefährlich war, dann so, ja, nee, wir laufen ohne Masken rum. Da hat man ja teilweise noch so Bilder gesehen, wo die so wirklich in so Gasmasken rumgelaufen sind und so, halt seriös, also in so komplett übertriebenen Masken, und dann so, als Corona wirklich eine Gefahr war, dann so, nee, wir ziehen keine Masken auf. Ist alles nur eine Erfindung. Das sind aber auch, ich glaube, diese ganzen Querdenker. Also auch so widersprüchlich immer, ne? Ja, das folgt keiner Logik, sondern die einzige Logik ist, dass die sich immer gegen alle anderen stellen wollen. Ja. So, das ist einfach so dieses komplette, wir sind anti das, was uns irgendwie so aufgezwungen werden soll, was ja auch irgendwie total ist. Ja, von der ARD, unsere Menschenrechte. Ja. Unsere Menschenrechte werden eingeschränkt. Junge, und dann gibt es noch Leute in den USA. Und weißt du, nächstes Jahr kommst du nicht mehr ohne Impfung in den Club rein oder in den Supermarkt. Oder ohne die Corona-Warn-App. Junge, das ist auch nie passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, also, das ist schwierig. Ja, doch. Ja, im Laufe des nächsten Jahres vielleicht, aber ich glaube, das wird echt noch dauern, bis alle geimpft sind. Es wurde ja, glaube ich, gestern die erste Frau in Deutschland geimpft, so eine 101-jährige Frau. Nicht heute? Ich meine, samstags gelesen. War gestern. Vielleicht sogar vorgestern. Aber heute starten die ja richtig erst. Ich glaube sogar in NRW, ne? In Sachsen-Anhalt. Oh, ja, okay. Nee, aber in NRW sind ja jetzt auch die Impfungen angekommen und jetzt wird losgelegt. Ja, also ich habe ja vorhin auch noch einen Artikel dazu gelesen, und man muss ja zweimal geimpft werden, ne? Ach so, und irgendwie also in diesem Jahr sollen laut Spahn irgendwie genug Impfdosen 2021 jetzt. Ja, im nächsten Jahr, ja. Also bis Ende des Jahres. Ich habe die genaue Zahl jetzt gar nicht mehr im Kopf. Fuck. Für 8 Millionen Bürger oder sowas. Ja, guck mal, das reicht. Also man braucht ja, glaube ich, 60% dafür, ungefähr, ne? Ich meine, um so eine Hordenimmunität zu erreichen, braucht man 60% Impfung. Und das reicht ich ja. Ich glaube, es waren auch 30, waren es 30 Millionen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, theoretisch wird es, glaube ich, nicht reichen. Ich will jetzt aber auch gar nichts Falsches mehr sagen. Es war auf jeden Fall schon eine gute Zahl, die auf jeden Fall schon in eine gute Richtung geht, weil es viele Impfdosen sind. Aber halt noch nicht. Das wird noch dauern. Ich meine, es wollen sich ja sowieso nicht. Ich glaube, 30% bei einer Umfrage hier von. die wollen sich ja eh nicht impfen lassen und so, also von daher. Ja, okay. Wie viel war das von der AfD? Das sind, glaube ich, irgendwie so 30%, also AfD-Mitglieder oder AfD-nahe Leute, das sind, glaube ich, so 30% der Leute, die sind so, yo, ich lasse mich impfen. Ja, AfD ist ja die gleiche Scheiße. Da wurde ja auch dieses Jahr exposed, dass sie quasi einfach nur wollen, dass es Deutschland schlecht geht, damit die irgendwelche Stimmen kriegen. So. Ja, die machen nichts Produktives, Dicke. Ich fand diese geilen Karten, die Karten auch geil, wo du dann gesehen hast, wo in Deutschland sind die AfD-Siedler, AfD-Wähler angesiedelt, okay, und wo sind die meisten die AfD-Wähler angesiedelt und wo gibt es die meisten Corona-Fälle. Ja. Dass es da für Überschneidungen gab. Natürlich alles so zufällig. Wirklich, das Dümmste, was ich bisher gehört habe, war von irgendwelchen Leuten aus Amerika, die gesagt haben, dass Corona ja nur eine Erfindung ist, damit Joe Biden die Präsidentschaftswahl stehlen kann, wo ich mir dachte, so das macht. Es dreht sich halt alles nur um die US-Wahl. Das macht so von vorne bis hinten keinen Sinn. Ah, ja. So, das ist so behindert. Also Leute, die sowas denken, die müssen wirklich geisteskrank, egoistisch und dumm sein. Ja, safe. Naja, Jungs, wir haben schon 45 Minuten aufgenommen. Wir haben über dieses Jahr fast noch gar nicht geredet. Und ich habe vorhin wenigstens versucht, so einen Einstieg zu machen. Tobi, was hast du denn im Februar und im März gemacht? Ich habe ja schon gesagt, so in dieser Vor-Corona-Zeit war bei mir so Karneval das Größte. Und dann kam halt wirklich, also zumindest für mich so, ja, ich glaube so gut 3 Monate, wo halt wirklich so gar nichts gemacht wurde. Also so gar nichts zusammen gemacht wurde. Ich habe in der Zeit, glaube ich, Streamen angefangen, wir haben Podcast angefangen und so. Ich habe auch Uni natürlich weitergemacht und so. Aber ich glaube, also euch habe ich zumindest 3 Monate nicht gesehen. Wobei 3 Monate. Doch, ich glaube, ich hätte euch zum ersten Mal in der 10. Folge gesehen. Und ich habe mich einmal, das weiß ich noch, da musste ich für die Uni was machen. Da habe ich mich mit dem Yannick getroffen. Davon habe ich noch Bilder gefunden. Ah ja, stimmt, stimmt. Wir waren ja Videos machen. Das war einmal. Ja, und sonst war halt wirklich so bis zum Sommer eigentlich gar nichts. Und dann
Im Sommer war aber viel so, ja, ich war, also wir waren, ich und Kolja und noch ein paar Freunde waren häufig so am Sportplatz, haben Sport gemacht und so. Und ja, dann irgendwann war auch Corona irgendwie so ein bisschen abgeklungen, wenn man das so sagen kann. Und dann waren halt auch wieder so ein paar Feiern so. Also ein Kollege hat Geburtstag gefeiert, ein anderer Kollege hat eine Hausparty gemacht. Bei Yannick waren ja auch ein paar Partys, als irgendein Festival war. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Tomorrowland was. Genau. Und dann habe ich zum Beispiel auch ein paar IRL-Streams gemacht, wo man dann unterwegs war. Wir waren Paintball spielen. Dann waren wir zusammen im Urlaub, hatten wir ja eben schon angeteased. Und ja, da konnte man sich halt eine Zeit lang ganz gut sogar treffen. Ja, und dann so seit ja, Mitte Oktober ist wieder Lockdown, wa? Cool, was ist los? Wir wollten heute eigentlich die komplette Folge über das Jahr 2020 sprechen und du wird einfach 2020 gerade so in 2 Minuten so Ich habe mal komplett kurz einen Überblick über erklärt. mein 2020 gegeben. Oder über unser 2020. Ja, ich meine, im Endeffekt gibt es da ja ziemlich, also hab ich eine ziemlich große Überschneidung mit dem, was du erzählt hast. Ich meine, bis auf den Sportplatz sieht es bei mir eigentlich nicht anders aus. Ja, ist, glaube ich, bei uns allen nicht so viel anders, dass wir zwischen, ich weiß nicht, März bis Juni, Juli vielleicht wahrscheinlich gar nichts Ja, ich habe gemacht gerade mal haben. geguckt, das, wo Yannick und ich uns getroffen haben, waren am 28.05. Und ich glaube, dann halt so Mitte Juni haben wir uns dann angefangen, mal ein bisschen größeren Gruppen dann wieder zu Das treffen. war sogar der Geburtstag meines Vaters. So im Nachhinein. Krass. Der 28.05. Wild. Ja, aber Liegt jetzt. ich hatte echt das Gefühl, weil Fuck. bei mir war Jahresanfang so, dass ich so richtig motiviert war, ne, auch mit Gym und Uni und sowas. Und da kam halt irgendwie mal so ein kleiner Dämpfer damit, dass ich 3 Wochen krank war. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich so voll motiviert bin. Und auch selbst als es so in Quarantäne ging, so habe ich immer Home-Workouts gemacht. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, jeden zweiten Tag oder teilweise sogar jeden Tag. Ne, und hab dann Sachen für die Uni gemacht und eigentlich ging das voll. Und ich hatte das Gefühl, dass der erste Lockdown dann wie bis zum Ende so richtig zermürbend war. Weil dann ging es immer, meine Motivation immer weiter nach unten. Erster Lockdown ging bei mir sogar. Ich war da ganz gut bei Uni dabei und ich habe, glaube ich, über einen Monat täglich Workouts gemacht und dann auch Joggen und so Das. eingebaut. Aber zweiter Lockdown im Winter hat mich halt komplett gefickt. Das ist aber bei mir auch so. Ich meine, ich habe auch beim ersten Lockdown wirklich 5-mal die Woche, glaube ich, Workout gemacht. Auch 1,5 Monate lang oder so. Und dann irgendwann nachdem es abgeflacht hat und so, dann hat es bei mir auch wieder einen ganz schönen Motivationsschwund gegeben. Ich meine, da wo Corona so ein bisschen vorbei war, habe ich ja eben schon gesagt, waren wir halt auch viel so am Sportplatz und auch teilweise schwimmen und so. Da war ich halt eigentlich sogar echt aktiv, wahrscheinlich sogar aktiver, als wenn ich so jeden Tag zur Uni gemusst hätte und so. Wobei ich glaube, da hatte ich eh schon Semesterferien. Ja, aber danach hat es dann auch irgendwie aufgehört mit meiner Aktivität. Irgendwie im Sommer Sommer war eigentlich echt cool. Ja. In der Zeit, wo man was machen konnte, einigermaßen. Aber ich meine, Ja, eigentlich schon. zum Beispiel, ein guter Kollege von uns hat eine Hausparty geschmissen. Ich glaube, das war so Juli, Ende Juli. Und da weiß ich noch, da habe ich vorher mit dem Call drüber gesprochen, ob man das so machen kann. Ich meine, ich glaube, da waren jetzt nichts mehr für Leute. Ich glaube, maximal 15 Leute oder so. Ja, doch, so 15 ungefähr. Da habe ich noch mit dem Call vorher drüber gesprochen, ob man das so machen kann wegen Corona und so. Aber ja, im Endeffekt, ich meine, ist ja auch sowieso alles gut gegangen. Aber ja. Ich glaube, das war aber auch Es so war eine immer so auf Zeit. Messerschneide. Na, ich glaube, das war so im Sommer. Da hatten wir, ich glaube, immer so zwischen 300 und 400 neuen Fällen am Tag. Also, da ist ja wirklich Luxus im Vergleich zu heute. Ich Viel sag mal, weniger, oder? da konnte man das ja auch Ach machen. so, Ne, ich. deutschlandweit. Ja. Ja, okay. Also 300 neue Fälle so am Tag. Knacken wir Also, mittlerweile in der Stadt. Junge, knacken wir wahrscheinlich mittlerweile gefühlt fast in jedem Landkreis. Nee, aber also es war schon, ich sag mal, also man konnte es schon gut machen. So, es war jetzt nicht, dass das jetzt so ein riesiges Risiko war. Natürlich besteht immer ein Risiko, dass wenn man mit anderen Leuten was macht, in so einer Zeit,
dass da irgendwas passiert. Aber ich fand, man konnte irgendwie das Risiko so ein bisschen abschätzen. Und ich war auch teilweise dann auf irgendwelchen kleineren Partys von Leuten aus der Uni, die irgendwas gemacht haben. Da war teilweise auch mal so größere Partys. So, da habe ich mich dann natürlich irgendwie von Leuten, die ich jetzt nicht unbedingt so kannte, ferngehalten. Und dann mehr sowas gemacht mit irgendwelchen Leuten, die ich kannte. Ich fand, da konnte man sowas noch machen. Ja, safe. Ja, ich finde, man hat ja auch nicht groß gemerkt, dass dadurch, dass sich so viele Leute getroffen haben im Sommer, die Zahlen wirklich merklich ansteigen. Ja. Und auch, was die Leute gesagt haben, wenn jetzt nach den Sommerferien die ganzen Familien aus dem Urlaub zurückkommen, die noch in Urlaub gefahren sind irgendwohin, dass dann die Zahlen auch ansteigen werden, ist ja auch, soweit ich mich jetzt entsinne, nicht so extrem gewesen, wie man es. Ja, also jetzt nicht. Also ich glaube, man hat schon ein bisschen gemerkt, aber es war jetzt nicht extrem. Aber ich meine, der wirkliche Schub, der kam ja dann erst im Herbst, dann wirklich, als die Temperaturen dann niedriger waren und das Virus sich dadurch dann ja auch besser verbreiten konnte und alles. Ja. Und halt die Leute auf jeden Fall auch deutlich mehr nachlässig geworden sind. Ich glaube nicht mal, dass sie mehr nachlässig geworden sind. Ich glaube, nur dann ist es halt mehr aufgefallen. So. Vorher hatte man halt irgendwie, weiß nicht, durch Temperaturen oder so, ist halt nicht so ansteckend gewesen. Aber ich glaube, es ist halt erst richtig aufgefallen, so als die Temperaturen gefallen sind. Ja, eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, ist, wie es dazu kommt, dass wir trotz so einem Lockdown-Light, also dass die Zahlen immer noch ansteigen oder dass die halt immer noch so krass hoch sind. Gut, ich meine, wenn einer infiziert ist, so verteilt sich es halt auch gerne mal über die Familie. Dann hast du wahrscheinlich immer noch viel Arbeitskontakt und so. Ich glaube, also so aus den Leuten, wo ich weiß, dass sie sich infiziert haben, haben sich echt viele so über Arbeit und sowas infiziert. Ja, ich meine, du musst ja auch mal gucken. Ich meine, wir, Tobi und ich, haben jetzt das Glück, zum Beispiel Homeoffice machen zu können. Ja, auch. Glück oder Pech, den ganzen Tag gar nicht arbeiten zu gehen, oh, wie auch immer man das jetzt nennen darf. Ich würde es eher Pech nennen. aber was man natürlich auch in den sozialen Medien immer wieder sieht, sind halt überfüllte Züge und alles. Und Busse morgens zur Schule. Ja, ich meine, gut, Schule ist natürlich auch nochmal das eine Thema. Jetzt gerade ja für diese 2-3 Wochen hier nicht oder 4 Wochen, aber ansonsten natürlich auch Schule, was alles an Schulen bei uns auch in der Nähe geschlossen wurde wegen vielen Corona-Infizierten, schon krass, aber ich glaube, es summiert sich halt einfach alles. So. Auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel zu Hause rumlungern oder so, da sind noch so viele Menschen, die draußen Kontakt haben müssen aufgrund ihrer Arbeit irgendwie, weil sie können es nicht verhindern und halt auch Leute, die, auch wenn sie es nicht müssen, zu viel Kontakt mit anderen Personen herstellen. Ich habe ja gerade mal geschaut, weil ich war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber also es wird ja gerade zumindest von der Inzidenz, zumindest bundeslandübergreifend, ja nicht mehr, aber es wird halt auch irgendwie nicht weniger, ne? Ich weiß nicht, ja, eben. Ich bin mal gespannt, wie es so über Weihnachten aussieht. Also so nach Weihnachten, Neujahr. Ja, ich meine, das müssen wir jetzt halt mal beobachten, ne? Das könnte halt echt nochmal Tage aussehen. Wisst ihr, wenn mir echt leid tut? Das ist mir in den letzten Tagen so bewusst geworden, weil wenn ich immer auch irgendwie nachmittags oder abends so einen kleinen Spaziergang mache, dann sehe ich so viele Leute mit irgendwelchen Autos rumfahren. Dann weiß ich so direkt... Ich tue dem Kohl richtig leid. Nein, warte, die besuchen so ihre Verwandten und es tun mir einfach die alten Leute leid, weißt du, wo die Familie dann dahin kommt. Ja, die sterben, weil irgendwelche Idioten unbedingt darauf bestehen, dass sie sich treffen müssen. So. Wow, aber weißt also gibt es natürlich keinen von dann irgendwen, aber ich habe auch das Gefühl, viele alte Leute kümmern es noch weniger als jüngere. Ja, okay, true. Ja, das hatte auch irgendein ein Bekannter, der hatte das auch erzählt, der war, ich weiß nicht mehr, ob arbeitstechnisch das oder wieso der am Flughafen in Düsseldorf war und der auch davon erzählte, von Leuten, die er da gesehen hat. Größtenteils Rentner, also und Leute so 70 plus oder so, die halt unbedingt meinten, sie müssten jetzt in den Urlaub, also wirklich vor 2-3 Wochen oder so, sie müssten in den Urlaub fliegen und sowas. Weil da kannst du den Kopf schütteln. Also wie... Ey, ich weiß halt nicht teilweise, ob es denen dann scheißegal ist, ob die draufgehen oder so, oder ob die das einfach nicht realisieren. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe echt das Gefühl, so gerade so die Ü60 Leute, die scheren sich teilweise am wenigsten darum. Ja, ich habe. Obwohl es halt für die am wichtigsten wäre. Vielleicht kommt es auch ein bisschen dadurch, dass Leute, die so, das ist wahrscheinlich dann eher schon so Ü70, die halt auch den Krieg mitgemacht haben, so. Also
No joke, ich glaube, wenn du so den kompletten der Krieg, wenn der Krieg mir nichts anhaben konnte, dann kann das auch Corona nicht. Ich bleib hart. Ja, ich glaube, wenn, so, glaub, wenn du so 6 Jahre oder so im Krieg gelebt hast und das deine Kindheit war, ich glaube, dann juckt dich wirklich so dieses Virus so ja, nicht mehr so viel. Das Problem ist, wenn du 6 Jahre im Krieg gelebt hast, ich meine, ich habe nicht im Krieg gelebt, ich kann es jetzt nicht bewerten. Das ist jetzt alles natürlich nur eine total grobe Schätzung. Aber wenn du 6 Jahre es geschafft hast im Krieg, mit eingeschränkten Verhältnissen und Möglichkeiten zu leben, dann schaffst du es auch 1,5 oder 2 Jahre unter eingeschränkten Bedingungen jetzt zu leben. Ja, ich weiß nicht, ich hab das auch das Gefühl, dass alte Leute vielleicht ein bisschen lebensmüde sind. Also im wortwörtlichen Sinne des Wortes. Die haben, also, ja, hört sich jetzt dumm an, aber die haben halt irgendwie jetzt auch kein großes Problem, wenn es dann irgendwie zu Ende wäre oder so, I don't know. Also ich... ich kann da, glaube ich, auch ein bisschen was so von mir selber erzählen, weil ich habe noch... Warte, ist auch lebensmüde. Nein, warte. Ist auch Ü70 und lebensmüde. Nein, ich habe nur noch eine Oma und die ist, ich glaube, 89. Ich glaube, die wird nächstes Jahr 90. Also die müsste 89 sein. Und ich weiß nicht mal, das Geburtsjahr von einer einzigen Oma. Seit diesem Jahr, wirklich, es ist so schlimm mit Alter und Zeit und Geburtstagen. Es ist einfach dieses Jahr, ist alles in einem großen schwarzen Loch verschwunden. Also die ist 89. Vielleicht ist sie auch 90, fuck. Ich weiß ja, aber 90 wirst du doch, oder? Ja, dann wäre ja safe eine große Feier gewesen, aber das wäre dann ja dieses Jahr gewesen und dann ist es auch wieder. Aber also das hättest du doch mitbekommen, wenn dann eine große Feier ausgefallen wäre. Wie zum Beispiel das ehemalige Treffen an der Schule. Die hat im Sommergeburtstag, also große Feier ausgefallen. Ich glaube, die wurde dann erst gar nicht geplant. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Also 90. wird ja doch schon ein bisschen länger geplant, oder? Da fängst du ja nicht 2 Wochen vorher an, Leute einzuladen. Keine Ahnung. Ich glaube, die ist 89. Ja, wäre jetzt auch mein Guess. Nee, auf jeden Fall, einfach fort, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir haben uns halt auch gestern so getroffen, so ein bisschen zu Weihnachten. Und dann haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir halt auch, obwohl wir drinnen waren, dass wir dann Masken getragen haben, sofern wir jetzt gerade nicht gegessen haben, dass wir auch gelüftet haben, dass wir jetzt nicht direkt beieinander saßen und so. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob sie vielleicht, also sie ist noch sehr fit für ihr Alter, aber ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch manchmal. Oder so, sag mal, wie alt sie ist, kannst du doch gar nicht beurteilen. Halt's Maul, Tobi. Nein, ich wollte nur sagen, ob sie vielleicht dann manchmal auch irgendwie ein bisschen vergisst, dann so Maske oder so aufzuziehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen mehr hinterher waren, jetzt auch mal zu lüften und safe. Quasi immer so Sachen einzuhalten. Also natürlich, sie hält sich sehr an solche Sachen. Ist jetzt auch nicht, dass sie sich unbedingt mit irgendwelchen Leuten trifft. Aber ich glaube, so alte Leute sind vielleicht auch ein bisschen weniger vorsichtig, wenn die sich zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten dann treffen wollen, weil die so sagen, so, yo, ich bin ja vielleicht hier alleine, ich würde mich gerne mit Leuten treffen. So wisst ihr, wie ich meine. Ja. Ich glaube, ich weiß auch immer, warum die Leute so viel abschalten. Koya ist immer so einer, der holt so richtig lange aus. Ja, ich will hier irgendwas erklären und auf einmal wird mir wieder irgendwas vorgehalten. Das ist unverschämt. Ja, Tobi, dann mach du einfach mal gut weiter. Was war denn dein Sommer? Ich habe jetzt also ähnliche Erfahrungen gemacht, dass halt irgendwie sich so die jüngeren Leute echt mehr an sowas halten wie Masken oder sich auch mit weniger Leuten treffen, so als ältere Leute. Gibt natürlich auch immer Ausbrecher. Ja, variiert natürlich, aber also das gefällt mir auch so ein bisschen. Na, da bin ich aber trotzdem auch, mein einer Opa, da bin ich relativ, was heißt stolz, kann ich das so sagen, aber der, ich sag mal so, wenn es um Krankheiten geht und so, dann ist er eigentlich immer ziemlich vorsichtig. Und mein Vater hat ihm jetzt auch an Heiligabend halt Essen von uns vorbeigebracht und so, weil mein Vater halt Essenstaxi für die Großeltern gespielt hat. Ja, Mann. Und mein Opa hat sich auch, obwohl der irgendwie 5 Meter von meinem Vater wegstand, irgendwie, der hat ihm nur die Tür aufgemacht und ist dann wieder quasi gegangen aus der Wohnung gefühlt. Hat mein Vater das Essen abstellen lassen und so. Hat trotzdem noch eine Maske getragen. Und der ist wirklich übervorsichtig und das finde ich auch sehr gut in dem Alter. Um nochmal ein bisschen zum Jahresrückblick zurückzukommen. Wir hatten ja tatsächlich, da habe ich auch wieder Bilder gefunden. Wir haben im Januar einen wilden Roadtrip geplant,
Ohne Kolja. Nee, Koyas Plan war ja, glaube ich, im September nach China zu gehen für ein Jahr, ne? Ja. Und also Yannick, ich und noch vier weitere Freunde. Wir wollten eigentlich im August so ein, ich glaube, das wäre sehr nice geworden, so einen nicen Roadtrip durch ja, so Südeuropa machen, Frankreich, Spanien, Italien, Frankreich, Spanien, Italien. ja, Österreich, Nee, Schweiz war Schweiz, auch geplant. Schweiz. Ey, das wäre echt, glaube ich, sehr wild geworden, aber ist dann natürlich leider auch Corona zum Opfer gefallen. Da muss ich mir gerade wieder dran denken, dass die Huren-Airbnb-Tante nicht das Geld zurückerstattet hat. Oha, ey. Ja, okay, aber also sowas ist halt verloren gegangen durch 2020 und dann weiß ich auch noch, ich wäre eigentlich, ich glaube, im Ende Mai wäre ich, glaube ich, für ein paar Tage in Mallorca gewesen, um da ein paar Fotos zu schießen und so. Sowas ist halt irgendwie ausgefallen. Das ist irgendwie alles schade, wenn man so wieder dran denkt, aber irgendwie war es auch gar nicht mehr so in meinem Kopf. Also Ja, zum Beispiel auf diesen Roadtrip hätte ich schon extrem Bock gehabt. wo ich auch Bock drauf hatte, das wäre, glaube ich, auch Ende September oder Anfang September, ich weiß nicht mehr genau gewesen, halt das ehemalige Treffen von der Schule, dass man halt mal die Stufe oder so Du vielleicht bist besser so sieht und 3 Jahre raus. ja, trotzdem irgendwie Nee, so also die ich glaube, Lehrer, ich wäre weil auch ich meine, hingegangen, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht so ein ich Mega-Event meine, für mich gewesen. waren ja auch Lehrer dabei, die wir nicht mehr am Ende unserer Schulzeit hatten, sondern schon, die schon viel früher gegangen sind, die man dann noch mal wieder gesehen hätte. Ey, wo du Das gerade hätte ich schon Lehrer trotzdem sehr gesagt hast, nice. im Sommer, wo wir so am Sportplatz waren, also der Sportplatz ist so direkt in unserer alten Schule, wenn man da so Lehrer gesehen hat, war so mega unangenehm irgendwie. Immer extra nicht hingeguckt. Ja. Nee, also Okay. ehemalige Treffen finde ich cool, aber jetzt so 3 Jahre später, das ist für mich jetzt noch nicht so ein Mega-Event. Vor allem 3 Jahre, oder? Jetzt so drei Hast du Jahre. 2017 Abi Ja gemacht? klar, hä, du nicht? Nein, 2 Jahre dann sogar nur. Als Tobi noch Der 15 war. mathematische Boss. Ja, Ja, ich ich meine, glaube, zweieinhalb Jahre ist ja weißt halb drei. du, Koller hier vorwerfen, dass er nicht weiß, wann seine Oma geboren wurde, aber weiß nicht mal, wann er sein eigenes Abi gemacht Ja, hat. wo, zweieinhalb Jahre aufgrunde sind 3 Jahre. Was Jetzt für komm mir mal nicht zweieinhalb so. Jahre? Ja, was Wir haben denn? im Juli 2018 Abi gemacht Ja, und im das sind September zweieinhalb Jahre. 2020. Das sind. Ja, bis heute sind es zweieinhalb Das. Jahre, nicht bis zum ehemaligen Ja, Treffen. wow. Ja, wait, dann, aber Okay. meine Oma ist doch dann auch 89,5, also aufgerundet 90. Ja, okay, cool. Vielleicht auch 91, meine Güte. Aber ich glaube, am Anfang dieses Jahres, ich wollte eigentlich noch nach London fahren für ungefähr eine Woche. Und das war am Anfang des Jahres dann so, hat man sich richtig drauf gefreut. Dann wurde mir da das erste Mal bewusst, ja, das Jahr wird, glaube ich, ein bisschen anders, als das dann irgendwann gecancelt wurde. Und wir sogar Ja, unser ich meine, dich Geld hat es eigentlich am wiederbekommen meisten haben. erwischt, ne? Du wärst halt jetzt nicht mal in Deutschland. Ja, bisschen traurig. Ja, keine Ahnung, dieses Jahr ist einfach, ich fühle mich einfach komplett gebumst vom Jahr, weil so viele Sachen ausfallen und irgendwie die ganze Planung bergab geht. Oh, cool, wir wären Und auch auf einem UFO-Konzert gewesen. ah, true. True. Also, das wäre mein erstes Konzert gewesen. Meinst auch. Und ich habe mich sogar wirklich drauf gefreut. Ich war am Nee, ich Anfang. hätte keinen Erstes Bock Kon drauf gehabt, ehrlich Nein, warte, gesagt. ich war am Anfang war ich. Am Anfang war ich noch nicht so krass davon überzeugt. Understandable. Aber dann habe ich. Ich habe das Album dann doch irgendwie schon sehr gefeiert. So, und ja, schade, dass ich nicht auf einem Konzert war dieses Jahr. Ich habe mir auch für dieses Jahr Ja, so wenn viel man. vorgenommen. Was ich anders machen wollte als in 2019 und irgendwie. Ja. Alles Ja. falsch gemacht. Ja. Ja, ich meine, das ist auch schwierig mit Ja, Corona, ne? safe. Ja, das Einzige, was dazu gekommen ist, ist Depression. Gut, aber die war ja auch schon vorher da, Cole. Die hat sich vielleicht nur verstärkt. Ja, verstärkt. Lull. Naja. Ja, wenn ich mal so drüber nachdenke, wenn ihr das jetzt so sagt, was auch immer jedes Jahr Bock gemacht hat, war in den 1. Mai reinzufeiern. Das habe ich auch übel vermisst, weil das ja sogar noch quasi kurz vorher abgesagt wurde, so mehr oder weniger. Boah, das ist sowas an, sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, aber 1. Mai habe ich auch immer total gefeiert. Und ich hätte halt auch für zwei Festivals, also im Endeffekt Festivals dieses Jahr schon Karten. Die hätte ich auch übel Bock gehabt. Das ist alles einfach nur Schund. Ich hab mal eine Mann. Frage. Was war dieses Jahr euer Highlight und was war euer quasi Negativ-Highlight? Also was war das so das Beste an diesem Jahr und was war das Schlechteste an diesem Jahr?
Also ich würde das Schlechteste sagen, wäre wirklich jetzt bei mir, also ja, Weihnachten und Quarantäne und so war halt jetzt ein bisschen scheiße, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber wirklich sowas wie diese ausgefallenen Urlaube oder so waren echt blöd. Ja, das Beste, also wenn ich jetzt so über die nachdenke, die ich eben schon gesagt hätte, wäre wahrscheinlich dann irgendwie unser Urlaub, unser gemeinsamer, unser gemeinsames Meer oder ja, sowas halt. Also Urlaub wäre, glaube ich, jetzt mein Favorit spontan. Ich würde mich da auch, glaube ich, nicht unbedingt festlegen auf eine Sache, aber ich würde halt auch sagen, Urlaub und halt der Sommer, die Partys, die wir da gemacht haben, und als eine, weil das ja eher mehr so eine Partywoche auch war. Wo Cole auch mal wieder nicht Und am was? Start war. Ja, Moin. Cole, was true. waren denn Und so deine halt. Vorsätze für 2020? Also was wolltest du besser machen? Das weiß ich sogar noch ziemlich genau. Ich wollte 2020 generell mehr so aus meiner Komfortzone rauskommen. Also, Mehr feiern gehen. dass ich so Dinge mache. Ja, vielleicht so ein bisschen mehr rausgehen im Sinne von, dass ich mehr. Weniger introvertiert bist. Ja, also, dass ich quasi weniger Zeit irgendwie so zu Hause verbringe, sondern mehr Zeit mit Freunden, mehr Zeit, dass ich mich bei der Uni natürlich, wie jeder Student, wollte ich mehr für die Uni machen. Das ist So. natürlich dann ein schwieriges Jahr dafür. Ja, Hast du genau das Falsche ich hatte halt ausgesucht, um vor, das zu so ändern. bevor ich nach Cool, hat's China gehe, gejinxt, ey, fuck. so richtig irgendwie so alles so halbwegs in meinem Leben auf die Reihe zu bekommen. Ja, gut, da ist safe bei dir verloren, ne? Ich hatte vor, Dating-Erfahrungen zu machen, was ich auch dieses Jahr Oha. gemacht habe, was, glaube ich, auch einer der positivsten Sachen waren. Also Ei. generell wollte ich halt einfach irgendwie mich so selber so verbessern. Und irgendwie hat es auch so die ersten 3 Monate voll geklappt. Und danach war einfach so. So, nee, tschüss. Ja, cool, in Kanada hat man dich trotzdem nicht gesehen. Bei Yannicks Hausparty-Woche hat man dich auch nicht gesehen. ja, wie gesagt, ich war im Karneval halt krank, ne? Ja, komm. Und dann Ich hatte eine Yannicks andere Woche, Woche? hattest du einfach keine Lust, hattest du keine Lust, dich mit deinen Freunden zu treffen. Ja, da waren dann die Vorsätze für 2020 Ja, egal. gut, Alter, also wirklich. Ich glaube, nach 2, 3 Monaten Quarantäne, so Da hatte da der war Kohl ich erst so recht keinen Bock mehr durch. Nee, da war rauszugehen. ich Da hat einfach er gesagt, dann bleibe ich jetzt auch einfach Ja, dann drin, zieh ich scheiß jetzt durch. durch. Ja, natürlich, ich glaube, so schlechteste. Also neben der mentalen Gesundheit, die sehr gelitten hat dieses Jahr, Boah. war es safe. Ja, also wirklich, ich habe dieses Jahr sehr viel durchgemacht. So mental. Das ist insane. Ja. Aber natürlich, also, dass mein Auslandsjahr verschoben wurde. Oder dass ich das selber verschieben Also hat musste, dich ist mental so natürlich. mitgerissen. Ja, ich meine, irgendwie, wenn man sich, weil So das lange muss ich darauf eben vorbereitet überlegen. und da Ja, sich darauf genau. einstellt und das dann auf einmal wegfällt. Ja, wenn du so die ganze Zeit darauf hinarbeitest und quasi dich vorbereitest mental und schon überlegst, was du machen musst, ne, wenn du weg bist, so wie es dann irgendwo anders sein wird, und du dann einfach quasi nicht hingehen kannst, aber auch nichts stattdessen machen kannst. Ja, So also guck ist. mal, mich hat es auch schon mental ein bisschen belastet. Ich war voll sad, du weißt, dass Silvester nicht stattfinden kann. Und ich habe Silvester vielleicht eine Woche überlegt und geplant, was wir da machen, ja. Da musst du dir mal überlegen, was dann bei Kolja der Fall ist. Wenn er Ja. halt Monate und Ey, ich muss mal Wochenlang. kurz sagen, ich lache jetzt so ein bisschen, aber ich lache jetzt nicht, weil ich mich drüber lustig machen will. Ich lache nur irgendwie, weil es für mich nicht so meh. Also keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt von sowas nicht so mehr krass treffen, darum. Nur damit jetzt hier niemand denkt, dass ich über euch lachen würde oder so. Tobi, einfach Nee, aber Depression. also Silvester hätte ich auch Bock drauf gehabt. Okay, was hast du gesagt? Ja. Sorry. Ich wollte gerade einen Witz machen, dass du dich über Depressionen oder so lustig machst, aber. Na. Das macht Okay. es jetzt nicht besser. Ja, vielen Dank, Tobi. Nee, aber cool, also so das Blödeste bei dir war das weggefallene Auslandsjahr dann. Ja, safe. Und das Beste? Wie gesagt, waren, glaube ich, so. Dass es nicht stattgefunden hat. Was? Vielleicht so die Dating-Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Weil das hat mir so irgendwie voll viel beigebracht. Nächste Folge erfahren wir dann mehr über Cross Dating Erfahrungen. Meinetwegen. Nächste Folge die große. Da können wir echt mal drüber Die sprechen, Short-Folge. über so Dating-Apps und so. Weil ich glaube, Ja, cool, ich habe dann wird das er eh nie was hören, wenn nur du Lustigste. redest. Ja, ziemlich traurig, Turbine. Nee, ich glaube auch Fuck. mit das Lustigste war, dass ich dieses Jahr über Tinder gefriendzoned wurde, was auch so ein kleines Highlight für mich war. Also nicht mal im Sinne von, dass ich da jetzt so mad bin oder so, sondern ich verstehe es einfach nicht, wie dir jemand
Also ich find's einfach selber lustig, wird dir jemand auf einer Dating-App, mit der du, keine Ahnung, vielleicht 10 Nachrichten oder so geschrieben hast, und sie schreibt dir dann so, ja, ich find mehr so, dass wir so auf einer Freundesebene sind, und du bist so, wie Freundesebene, ich kenn dich doch nicht, hä? Ganz wild. Naja. Was habt ihr denn? Hast du so einen Sad-Sound, Tobi, auf deinem Soundboard, der jetzt angebracht gewesen? Hello, darkness, my old friend. So ein Oh. Nee, was habt ihr denn für das Jahr 2021 vor? Also, ey, was sind das eure Vorsätze? Ich habe nichts geplant. Genau das wollte ich gerade auch fragen. Ich habe aber wirklich ein bisschen nach Vorsätzen fahren. Aber für 2021, ich mache mir halt nicht irgendwie so die Vision, groß was planen zu können. Also, ja, ist halt bei mir auch same so. Das, also ich meine, man kann wahrscheinlich halt eh frühestens so mit dem Sommer wieder was planen und so, und dann wäre halt einfach mal wieder, wenn es möglich ist, Corona-technisch generell außerhalb von Deutschland auch in Urlaub zu fahren. Vielleicht, ich schätze mal, wahrscheinlich Holland. Wird der Sommer ja sogar besser möglich sein so als dieses Jahr, wenn dann auch ein paar Leute geimpft sind und so. Ja, true. Ja, aber ich weiß nicht, also irgendwie... Ich bin jetzt generell nicht so der Freund von so mehr krasse Vorsätze machen, wenn dann wahrscheinlich sogar eher noch sowas wie irgendwie im Gym oder so. Aber sowas ist halt echt schwer halt für 2021 zu prognostizieren. Also der einzige Vorsatz, den ich habe, ist quasi eigentlich mit meinem Studium fertig zu werden und dann Master anzufangen. Aber sonst, ja. Tobi auch einfach mit seinem Studium nächstes Jahr fertig. So, und Janik und ich machen dann wahrscheinlich noch so, keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Easy peasy, lemon squeezy. Ich bin noch nicht mal auf der Hälfte. Ich fange ja bald mit der Bachelorarbeit an quasi und dann geht's dem Ende zu. Obwohl, ich bin sogar auf der Hälfte. Fast. Also nach diesem Semester, glaube ich. Doch. Nein. Naja. Naja, aber also, keine Ahnung, ist halt super schwierig für 21, also 2021 irgendwelche großen Vorsätze zu nehmen, wenn man halt einfach weiß, dass man vieles einfach auch nicht beeinflussen kann. Ja, auf jeden Fall auch ein Plan ist, sobald es Corona-technisch möglich ist, erstmal irgendwo in einem Club wieder eine Party zu schmeißen. Ich wollte gerade sagen, Podcast-Folge 100, aber die wäre ja sogar erst 2022, ne? Ja. Bis dahin müssen wir noch richtig hustlen. Bis dahin müssen wir monetarisiert sein auf YouTube, dann nehmen wir auch ein bisschen Geld. Damit wir Folge 100 richtig abcashen. 1000 Subs, ja moin. Wie viel braucht man dann nochmal Watchtime? Achso, ja, das war nicht. 1000 Stunden, also das schaffen wir. Ist kein Ding. Safe. Ja, wenn wir 1000 Stunden. Quasi mal auf den Level der Weihnachtsfolge kommen, so jede Folge 20 Dings. Was? Ich glaube schon, ja. Nein, okay. Im vergangenen Jahr. Hä, dann haben wir das ja schon, oder? 1000 Stunden. Ich habe doch vorhin gesagt, wir haben insgesamt irgendwie 250. Ach nee, 1000 Stunden, ne? Ja, okay. Stunden, keine Minuten. Und du brauchst 1000 Abonnenten. Das sind beides 1000. Ja, müssen wir wohl noch ein bisschen botten. Ich glaube, es sind 1000. Sind's vielleicht, bitte nicht verhaften, bitte nicht FBI vorbeischicken. Ja, das ist doch auch der Ordnungsamt. Abgeordnete. Ordnungsamt, Mitarbeiter nennt man das. Mitarbeiter. Nee, aber Jungs, ich bin jetzt wieder aus meiner Quarantäne raus. Ich bin jetzt quasi freier Mensch wieder. Ja, dann kannst du jetzt wieder feiern gehen. Komm, Tobi. Also, ich sag mal so, eigentlich kann ich mich 2021 schlecht. Ja, wohl, ja, wahrscheinlich kann ich mich schlecht anstecken. Aber man weiß natürlich nicht. Mhm. Tobi, du bist krank. Du darfst nicht vergessen, auch wenn Leute Antikörper haben oder geimpft sind. Das war auch nur ein Joke. Ich weiß ja selbst nicht mal 100%, ob ich infiziert war. Können die ja trotzdem das weitergeben. Deswegen auch mit der Aussage, was du vorhin gesagt hast, nächster Sommer, vielleicht wenn ein paar Leute hier geimpft sind, dass dann besser wird, ist natürlich abzuwarten, aber man sollte jetzt nicht unbedingt drauf spekulieren, weil die, auch wenn alte Leute dann vielleicht nicht mehr unbedingt krank werden oder so, können die das immer noch weitergeben. Na, es ist ja noch nicht ganz klar, ob man das weitergeben kann mit der Impfung. Ist es das? Also, nach meinem Stand ist es noch nicht ausreichend erforscht. Ja gut, das kann sein. Ich habe, glaube ich, jetzt auch nicht die besten Quellen dafür gehabt. Aber Telegram. Hier früher sagen wir ein paar Telegram-Gruppen. Nee, ihr kennt das ja, wenn im Internet irgendwelche Sachen verbreitet werden oder so, und dann
wabert da immer so Halbwissen rum. Ja, aber ich muss sagen, also natürlich 2020 war schon nicht so nice, wegen Corona. Aber ich muss sagen, insgesamt fand ich immer noch war ein stabiles Jahr auf jeden Fall. Wir haben das Beste aus der Situation versucht zu machen, ne? Ja, safe. Ja. Also wenigstens haben wir es versucht. Ich muss sagen, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt an 2020 zurückblicke, klar, das am Ende jetzt mit Quarantäne und so war nicht so nice, aber im Großen und Ganzen kann ich immer noch sagen, so war ein stabiles Jahr. Ja, es war kein geiles Jahr, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Ja. Weswegen machen wir einen Podcast? Warum sind wir hier, Folge 35, 34, 35, 35? So, weil wir in der Quarantäne waren und waren so, yo, lass mal irgendwas machen. So, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, dieses Jahr wäre wahrscheinlich wesentlich schlechter gewesen, wenn wir einfach keinen Podcast gemacht hätten. Also ich glaube tatsächlich auch, viele Sachen wurden irgendwie auch so ein bisschen durch Corona ermöglicht, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber man kann halt bei allem auch immer so die positiven Seiten sehen. Ich hätte nie mit meinem Vater und meinem Nachbar in dem Stil angefangen, Bier zu brauen, zum Beispiel, wäre Corona nicht gekommen. Ja, wie gesagt, der Podcast wäre nicht hier wahrscheinlich. Du wärst wahrscheinlich. Tobi hätte nicht seine Streaming-Karriere so angefangen und dann auch wieder beendet. Gefahren. Ich hätte niemals angefangen, Zigarren zu rauchen. Auch. Cole hätte nie angefangen, seine Lunge noch weiter zu schädigen. Okay, Cole hat natürlich erst dieses Jahr das erste Mal Zigarren geraucht. Nein, ich meine in dem Sinne, dass ich auch quasi jetzt welche geraucht habe, ohne dass wir irgendwo auf einer Feier sind und alle. Cole, also unter die Raucher gegangen. Ja. Ich glaube, meine Lunge freut sich echt über dieses Jahr. Jo, ich glaube, meine Leber freut sich über dieses Jahr. Beide freuen sich über dieses Jahr. Lunge auch, weil Shisha, ja, wirklich sehr marginal, wirklich sehr wenig dieses Jahr gewesen, ne? Und Alkohol auch deutlich weniger. Also von daher, der Körper wird gesunder, Jungs, aber dafür wahrscheinlich mehr Zucker zu mir genommen. Ja, und weniger Sport. Weniger Bewegung. Wesentlich weniger Bewegung. Ja, Bewegung ist insane, Digga. Wenn du so Homeoffice bist und so, ist es. Das ist schlimm. Ist schon schlimm. Aber ich meine, Homeoffice würde ich trotzdem. Nee, was ich aber tatsächlich wollen, das Schlimmste fand dieses Jahr, dass ich nicht Bus fahren konnte, tatsächlich. Ja, das haben wir auch das wirklich auch. Wo wir gerade schon bei Schritten und Bewegung waren, ich habe mal eine Frage. Ihr habt ja safe auch so eine App auf eurem Handy, wo dann so Schritte gezählt werden, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe eine Uhr. Wow, natürlich. Könnt ihr euch anzeigen lassen, wie viele Schritte ihr pro Monat gelaufen seid? Oder wie viel ihr im Jahr insgesamt gelaufen seid? Oder so ein Durchschnitt irgendwie so? Könnt ihr euch das anzeigen lassen? Bestimmt irgendwie. Weil ich und mein Bruder und ich haben letztens mal ausgerechnet, weil bei mir geht das irgendwie nur nach Monaten. Also im Monat 32.000 Schritte im Dezember, 38 November, 64 Oktober, 200.000 September, August 150. Habt den Tagesdurchschnitt für 2020? Ja, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Also mein Tagesdurchschnitt für 2020 liegt bei 3.200 Schritten. Wo siehst du denn das, Kollege? Ich kann dir das jetzt nicht sagen. Bei mir ist das Teil der Apple Health App. Also das die App habe ich bei dir nicht. Ja. Also ich kann nur sagen, dass ich ungefähr, ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt, weil ich habe das ist auch schon safe einen Monat her oder so, wo ich das ausgerechnet habe, aber da hatte ich irgendwie so 5.700 Schritte im Durchschnitt am Tag. Nee, auf keinen Fall. Digga, ich habe wahrscheinlich durchschnittlich 2.000 oder 3.000. Wenn überhaupt. Es ist bei mir wahrscheinlich jetzt auch runtergegangen. Also ich würde mal schätzen, dass ich so. Weil ich habe jetzt gerade bei mir nichts gefunden, wo das steht, aber ey, ich habe so wenig. Ich habe pro Tag wirklich, ich glaube 2.000 bis 3.000, glaube ich. Vielleicht 4.000. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, irgendwie in den letzten Wochen kommt das meiste meiner Bewegung dadurch, dass ich einen 3D-Drucker laufen habe und immer wieder hoch und runter renne, um zu gucken, wie es aussieht. Ja. Das ist so gefühlt das meiste meiner Bewegung. Mein Vater hat auch von seiner Firma zu Weihnachten eine Smartwatch bekommen und mein Vater, wenn er am Arbeiten ist unter der Woche, dann lobt ihn die Smartwatch schon dafür, wenn er aufsteht und zur Kaffeemaschine geht, um sich einen Kaffee zu machen, dass er aktiv ist. Ja, ich meine, so im Sommer war ich, glaube ich, so viel joggen wie noch nie.
Aber also dadurch, dass diese ganze Alltagsbewegung wegfällt, fällt so, also so an Schritten und so, fällt, glaube ich, so viel weg. Ja, Das ist true. ja klar, natürlich. Ich meine, ich würde immer zur Haltestelle laufen. Das ist auch, Nee, ist auch so ein an der Kilometer. Uni immer hin und her. Ich habe safe an normalen Unitagen, wenn ich dann vielleicht auch nochmal einkaufen war oder so, habe ich safe 10.000 Schritte gemacht. Ja. Ich Also habe auch. eigentlich an so normalen Tagen hatte ich eigentlich auch nie unter, weiß nicht, 6.000 Schritte oder so. Ich habe im Januar habe ich 250.000 Schritte gemacht und ich habe erst am 10. Januar dieses Handy bekommen, beziehungsweise am 10. Januar erst die, wie heißt die, Google Fitness App, was auch Wie immer. viele Schritte hast du im Januar? 253.000, glaube ich. Maschallah, ich hatte 150. Ja, und wie gesagt, ich habe erst nach 10 Tagen angefangen, irgendwie zu tracken. Im Februar waren es dann irgendwas Boah, knapp im über März ist es schon krass 200.000, abgefallen. sondern Aber war April, ich. Mai einfach gar nichts. Im Boah, März war November war ich krass. November krank. 38.000 Schritte. Oh, Dezember 32.000. Ja gut, da war ich jetzt nochmal in Quarantäne. Was für. Ich habe in jedem Monat irgendwie über 100.000. Also ich verstehe echt nicht, wie ihr da. Okay, vielleicht sind meine Schritte auch kleiner oder so. Vielleicht spinnt meine App ein Ist bisschen. natürlich ein Punkt. Ich Aber meine, dass Yannick und ich. ich haben natürlich noch eine Smartwatch, die trackt es vielleicht genauer. Aber I don't dass know. ich viermal so viele Schritte habe wie ihr. Naja. Also ich meine, an einem normalen Arbeitstag oder so habe ich, glaube ich, immer schon 16.000 Schritte gehabt oder so. Also. Hey Jungs, Okay, ich, ja. Naja. Wir haben jetzt hier auch schon ordentlich Zeit gefüllt. Ich würde sagen, wir freuen uns auf 2021, oder? Ja. Ja, definitiv. Kann nur besser werden eigentlich. Hoffen wir es. Das würde ich jetzt Hoffen wir nicht es. sagen, tatsächlich. Ich bin noch nicht ganz so pessimistisch. Also Also nicht ganz wirklich so optimistisch. rückblickend negativ auf 2020. Vorsatz für 2021 ist einfach nur überleben. Und dann, wenn man überlebt, noch versuchen, gut zu überleben. Aber sonst ist es einfach nur irgendwie durchkommen. Ich muss sagen, ich freue mich auf 2021, aber ich fand 2020 auch okay. Ja, ich halte dann nochmal mein Schild hoch mit Fuck 2020. Cool, erst kleine Special. Oh je. Naja. Nee, aber 2021 haben wir natürlich mit Podcasts auch anders durchgestartet. Kommt natürlich auch die 50. Folge. Die wird Oh. insane. Keine Ahnung. Das China-Spezial. Ah ja, und auch das Einjahres-Special wird natürlich auch kommen. Eigentlich ist das ja sogar die 51. Folge dann, ne? Ist doch Echt? richtig blöd, ja. Ja, safe, lass mal eine Woche oder so, dann Pause Ja, machen. einfach mal Ja, eine mal aussetzen, schauen. damit es nicht so ist. Ja, Ja, müssen wir mal durchrechnen. Wir hätten auch jetzt richtig gut so über den Winter oder über das Neujahr so eine Pause machen können. Aber ne, wir wollten durchhassen für die Hörer. Ja, außer in den letzten Folgen, die waren natürlich auch ein bisschen zeitlich. Mit Silvesterfolge und Weihnachtsfolge müssen die natürlich auch dann jetzt kommen, wa? Ja. Ja, aber 2021 ist, glaube ich, ganz cool. Und ja, bis nächstes Jahr, ne? Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. Ciao.